Hallo, willkommen zurück bei Don't Starve mit Maru Folge 4 Adventure Mode. Und wir sind irgendwie falsch gedreht. So, ist richtig. So, also erstmal, ich glaube, warum das hier, wie das hier sein soll. Einfach nur, das ist der Schwierigkeitsgrad. Die Monster werden immer stärker mit der Zeit. Und es ist empfohlen für erfahrene Spieler dieses Spiels. Also nicht für uns. Was wollt ihr denn überhaupt machen heute? Stein suchen war die Devise. Na komm her, Spinnchen. So. Wir suchen Steine. Wenn schon irgendwo rumliegen. Ja, da ist ein Stein. So. Ich hoffe, ihr habt am Freitag den Grand Prix gesehen. Vom Just TV. Natürlich, wie zu erwarten, hat leider der Daluk. Leider. Ich war ja der Zweite, der Daluk hat gewonnen. War auch zu erwarten, der Typ hat viel zu viel Ehrgeiz. Jetzt nicht das akzeptiert. Hat zwar behauptet, halt gar nicht geübt, aber naja. War sehr lustig mit anderen Leuten, die hier mitgespielt haben. Und ich hoffe auch, dass es für die Zuschauer interessant war. Meine Sicht gibt es dann irgendwann mal, wenn das fertig hochgeladen ist auf dem Just TV. Weil ich keine Lust habe, auseinander zu schneiden. Kürze mal einfach, wenn die fertig sind, hochladen. Und dann passt das. Jo. Ich kann, würde die so gerne am gleichen Tag aufnehmen, wie ich hochlade, damit ich über aktueller, noch aktueller sprechen kann, aber das schaffe ich mit Hochladen einfach nicht. Deswegen kann ich jetzt leider nicht drüber reden, ob wir dann gestern doch einen schönen Livestream hatten oder nicht, weil ich weiß, wie der stattfindet. Wenn ja, dann hoffe ich, er hat euch gefallen. Wenn nicht, dann wird schon bald wieder, wird schon bald ankommen. Ein Grab, aber ich habe keine Ahnung, warum man sie ausgraben soll. Sumpfmonster. Tja. Sonst so hat. Konnte einer von euch den Meteoriten vielleicht sehen, der Asteroid, der an der Erde vorbeigeschrammt ist? Irgendwie sollte. Wobei, ihr konnten ihn ja gar nicht sehen, ihr habt ja unter den Grand Prix geguckt, ne? Na gut, also irgendwie so die Chance 5% gewesen sein, außer im Erzgebirge. Weil Wolken. Das Übliche. Ich hoffe, bei euch ist noch was eingeschlagen. Das kann man nicht so nachrichten. Und bevor ich sage, oh, Russland will mal alles ab. Naja, wenn du so ein ganz riesen Land hast, dann kriegst du natürlich viel mehr ab. Also so drastisch ist das auch nicht. Und hat glücklicherweise keine Toten gegeben. Ich persönlich finde ja, wenn erst so eben einfach. Wenn man sie denn abschieben soll, also die Drohne abschießt, dass sie die Bahn wechseln. Oder wenn wir es bis dahin doch mal endlich geschafft haben sollten, unsere Energieprobleme zu lösen, dass wir mehr Energie haben, als wir jemals nutzen können, könnte man einfach ein Gravitationsfeld errichten, das den Meteoriten ablenkt. So ganz einfach. Wäre jetzt nicht die Gefahr. Was ein dichter Wald hier. Da oben ist ein Stein. Ach, Herr Neu. Wir brauchen, was das hier macht. Und zwar ist einfach wirklich nur unser Verstand. Wie wir normal im Kopf noch sind. Und sollten wir richtig irre werden.
Weil wir zum Beispiel. Oh, perfekt, sind wir wieder zu Hause angekommen. Weil wir zum Beispiel lange im Dunkeln rumrennen, wie jetzt. Oder böse, böse, dumme Sachen machen, wie in Wurmlöcher springen. Oder Monsterfleisch aufnehmen. Aufnehmen, essen. Dann werden wir irre. Und wenn wir richtig irre sind, dann kommen die Monster aus den dunklen Dimensionen an und wollen uns ärgern. Aber jetzt nicht so ganz schlimm, wie man sich das denkt, weil wenn wir so ein Monster töten, dann kriegen wir sehr interessantere Items, weil diesen Nightmare Fuel, mit dem wir gute Sachen anstellen können. Also schlimm ist das gar nicht. So. Ich habe eigentlich nichts gefarmt heute. Ich bin rumgelaufen und habe ein bisschen Steine gesammelt. Das Monsterfleisch kann man ja kochen. Kann man irgendwelche Monster damit füttern. Wir brauchen uns mal drei Bären. Weil die werden jetzt, die bleiben jetzt ziemlich haltbar durchs Essen. Man kann auch zwei machen. Ich krepp ein bisschen ab von den Schweinemenschen. Eigentlich müsste ich hier im Licht keine Sanity verlieren. So, was ist der Plan? Wir brauchen Gold, noch zwei Stück. Irgendwo rennt Spinnen rum. Was ich gerne haben möchte, ist Leder. Den von einem Land Down Under. Oh cool. Dafür braucht man schon Blätter. Ich schmeiß die mal weg. Haben wir noch genug Holz für. Ich will mal die ganzen Bäume hier. Scheiß auf den Grinchbaumkiller. Der wird uns schon nicht Probleme machen, war so viele Schweinemenschen. Die Maus gedrückt halten. Und letzter Rückkehr, wunderbar. Er macht es automatisch. Aber wenn euch das Spiel interessiert, noch habe ich die Version. Dann könnt ihr sie für etwas weniger als es für den halben Preis ist bei mir bekommen. Wenn es euch dann interessiert. So, was kann man noch reden? Weil ich gerade im Fernsehen gesehen habe. So eine komische Smäschen aus. Schweiz, die jetzt in London lebt, die sich als Lolita verkleidet. Und alle heulen rum, obwohl die damit ja nur pädophile Sachen und so. Ganz ehrlich. So, wir brauchen noch eine Kiste erstmal. Ganz ehrlich, wie doch da erzählt wurde, die ist 18, die ist 16 Jahre alt. Ich glaube, wird doch mein Fleisch. Ich sehe sie an. Ich glaube, das wäre jetzt kein Pädophil, ist noch in das Ziel. Nein, 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 ich habe die Schaufel gemacht. Ah, hier kann ich das Ding ausgraben. Cool, dass sie wegsteckt. Meine Bären werden schlecht. Es ist ja kein Problem, weil sie macht es ja von sich aus. Ist jetzt nicht, als würde ihre Mutter sie zwingen, ey, du musst dich jetzt anziehen wie so eine Manga-Puppe. Damit du irgendwelchen alten Japanern gefällst. Bei denen ist es ein bisschen anders halt, deswegen sollte man das nicht so kritisch sehen. Ich habe mir doch kein Bein ausgestellt. Wie ich das jetzt so gesagt habe. Oh. Oh cool, der wird sogar reingesteckt mit dem Boden. Wie geil. So,
erstmal kurz die Pflanze. Damit wir den ganzen Spaß hier aufheben können. Jo. Man kann nur 20 Bretter aufheben. Okay. Wir brauchen noch ein Brett. Ja, da noch ein Schaft. Aber wie gesagt, ich so jetzt Themen aus dem Stegreif auszudenken ist ein bisschen schwer. Also ich wäre sehr dankbar, wenn ihr dann mal drüber schreiben wolltet, was ihr hören wolltet, weil nein, wir brauchen mal. So, warum muss ich mir das jetzt nicht so a cappella ins Gedächtnis rufen muss? Ja. Was könnte man noch reden? Ist ja einfach mal so. Braten wir die mal alle. Schlecht. Monster könnte auch da rein. Oh, 20 Bretter können da rein. Das kann da rein. Die heben mal auf zur Sicherheit. Das finde ich aber immer darstellen mit nix. Oh, perfekt. Die Bären müssen alle respawnt. Direkt einsammeln vor die Gruppe. Nein. Böse. Ich muss da Kaka drauf, damit der funktioniert. Also, komm her, mach Kaka. Macht er automatisch, hoffe ich. Wunderbar. Ah, cool, die stacken jetzt auch nicht aufeinander, dass man die jetzt versaut. Ah, nicht rumbacken. Mein Feinmenschen ist sicher. Das Problem ist aber keine Mondphasen. Das heißt, wir werden nicht sehen, wann es zu Wehrmenschen werden. Unwinzig. Hm, ich hab so gelesen. Ach, oh, du Guckel. Wird dunkel. Boah, mein ganzer Tag hier rumgestanden. Achso, das ist der Tag 1,6. Ah. Hier ist die Schwierigkeit schon 1,4. Geht's dann jede Woche schwerer? Meiner. Oh, und die haben es auch direkt gefressen. Oh, Monster. Du kriegst du nichts davon, Miss Vieh. Oh, ich hätte auch noch meine Bären liegen lassen, ne? Hier irgendwo auf dem Weg. Oh, okay. Ah, diesen Fehler habe ich schon hier gemacht, aber diesmal hatte ich noch genug Zeug dabei. So. Brauchen wir nicht. Braten wir mal das Essen. Und jetzt geht's auf Spinnenjagd. Spidey. Okay, doch nicht. Geh weg, Spidey. So, ich würde gerne einen Kühlschrank bauen. Was kostet Kühlschrank?
Und dabei steht Kühlschrank. Beambox, Woodwall, Pickhouse, Birdcage, Stonewall, Boden, Pflasterstein, Heu. Und da Essen? Haben wir Essen? Icebox. Brauchen wir Alchemie Engine. Ja, super. So, was haben wir noch zur Tour? Geh weg, Spinne. Kommt ins Licht, dann mach ich platt. Der wollte das Schwein mein Fleisch klauen. Okay, jetzt auf so nach Gold machen jetzt. Wir brauchen unbedingt Gold für einen Alchemie Drive. Oder ist ein Wormhole? Gut zu wissen. Ich möchte jetzt nicht in den Wurm hintern reinspringen, danke. Nein, stehe ich da. Jetzt habe ich nicht mehr zum Reden. Was könnte man noch so? Ja, ich glaube, wenn das hier online kommt, dann habt ihr schon die Smart-Episode gesehen wieder. Kann ich auch mal sagen, was ich über den neuen Helden denke. Ich komme ja kaum zu Wort und da los Episoden. ich finde, sieht ziemlich cool aus wie eine Mischung aus Ash und Caitlyn aus Legends. Ja, Frosch. Sogar zwei Folgen aufgenommen, da kommt noch eine damit. Und es ist nicht geschnitten, also nicht jetzt etwa, wir haben jetzt 15 Folgen aufgenommen und nur die guten genommen. Nee. Alles live, jo, alles live. Ich kann mir mal hinstellen, wirklich empfehlen, dass ihr euch mal Arma 2 Wasteland anschaut. Gab's vielleicht gestern als Stream, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht vorhersehen, weil ich nicht so weiß, wie die Planungen in der Hinsicht laufen. Oh Nebel. Aber es ist halt wirklich quasi, wenn man DayZ nimmt, dieses ganze menschliche Verhalten da drin und die Zombies rausstreicht, die dich nerven. Und schon hat man Wasteland. Installieren geht jetzt ganz schön einfach, weil man muss einfach nur Arma 2 Beta, das gibt es ja inzwischen als Punkt in Steam, einfach installieren. Und fertig ist. Ihr müsst aber bedenken, wenn ihr Arma 2 das erste Mal startet, auch die Beta, müsst ihr es als Steam-Administrator ausführen, weil sonst buckelt das mit dem Keyfile rum und dann heult er dort und hier und jenes und gibt Fehlermeldungen raus, die keinen echten Sinn und dann steht er da. Dann einfach nur bei Mission Wasteland eingeben. Aber ganz wichtig, bevor ihr Wasteland starten könnt, müsst ihr in den Expansions, glaube ich, heißt es im Menü, alles ausstellen, was DayZ und sowas ist, weil ihr wahrscheinlich DayZ drauf haben werdet. Sonst geht das nicht. Dann könnt ihr Wasteland Server suchen, das ist eine Map, die ist dann 3 MB groß, mit 3 MB. Was ist das? Eine Fußspur. Und die geht nach links. Ja, dann kann man einfach suchen nach Wasteland, da gibt es einen Haufen Server mit Maps und allem. Richtig cool gemacht. Da findet sich viele Situationen. Oh, hier ist noch eine Spur. Keine. Was in die Richtung? Was ist hier? Was macht durch die Spuren? Ja.
Und wieder, das gibt einen Haufen Autos. Oh, cool, Bisons. Gibt's einen Haufen Autos. Der Loot ist auch in Autos versteckt. Es gibt Missionsziele, wo extra Sachen spawnen. Drei Fraktionen. Und hammergeile Situationen, die da dann einfach so entstehen. So, jetzt fährt einfach mal einer von deinen Verbündeten vorbei und sagt, hey, fahr mal mit, wir bauen uns da eine Basis auf. Hier kannst du einen Panzer steigen, spiel den Gunner. Und dann bam, fährst du rum mit dem Panzer als Gunner und schießt dann andere. So, die darf man nicht ausgraben, die gehen hops im Dunkel, im Hellen. Und so gut schmecken die jetzt auch nicht. Schade, dass wir die Spur nicht mehr weitergefunden haben. Ich würde jetzt wirklich heikle Themen ansprechen soll. Ich weiß leider erst bei der nächsten Folge, wie sie erst das hier ankommt, dass ich ein bisschen mehr über andere Sachen so rede dabei. Wie sie das mal so laufen. Oh, Ruhestein. Und noch eine Alraune. Aber kein Gold. Ah, ganzen Aufnahme quasi nichts erreicht, weil wir kein Gold gefunden haben. Und nicht in. Also ich hab mal gelesen, was das macht, diese Fußspur. Das soll ein Koala-Elefant sein. Und der produziert, den kann man einsperren in so Steine und der produziert dauerhaft Kacke. Weil er braucht zwei Felder breit, um zu laufen und er kann nur ein Feld breit reingehen irgendwo. Oh. Da ist noch ein weiter Weg bis zu unserem Häuschen. Hab ich Holz und sowas mit. Gerade so. Lauf, 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 meiner. Einfach rein, wenn gibt's einen Haufen Maps, alles cool. Guck, lohnt sich. Wenn ihr es nicht eh gestern schon sehen konntet, ich weiß wie gesagt nichts. Mein Name ist Hase. So, braten wir unser Essen. Ey. So. Wer ist ein gutes Gehirn? Muss ich nehmen. Nein, 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 au, 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 immer frisst du kein Monster bei Fleisch, Mister. Oh nein, hier sehe ich wieder Monster. Die wollen mich töten. So, wie macht man, hören wieder ganz, indem man mit bunten Klamotten. Das sollten wir als nächstes bauen, durch die Sonne rennen. Ja, damit können wir uns in Büschen verstecken, wie so Gubbel Gubbels. Sehr cool. Oh, wir müssen uns das für die Nacht überlegen, wo der Vollmond ist. Strohhut, Gold und Feuerflieger. Und schon haben wir einen Mino. Das kriegen wir, glaube ich, hin, einen Strohhut. Also merkt, Kinder, kein Monsterfleisch essen. Nicht gut für Kopf. Esst lieber Fleisch von eurem freundlichen Nachbarschwein. Ja. Frag uns noch eine Beere. Geht nicht gut. Okay, das war's auch für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.